Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und ja, für uns geht es jetzt einfach mal weiter in Richtung Norden. Den Süden haben wir ja größtenteils abgeklappert, mal abgesehen von den sporadisch auftretenden. Nein, wir brauchen unser Silberschwert. So, komm schon. Du stirbst. War hier nicht noch einer? Da vorne ist doch noch einer. Lass mal bloß das Schwert draußen. Ich glaube, die Straße hier muss mal gesäubert werden. Uiuiuiui. Und ja, wir werfen uns einfach todesmutig in drei von denen rein. Töten schon mal zwei auf Anhieb. Und den dritten gleich mit. Wunderbar. So. Jetzt schauen wir mal, was es hier oben noch so zu holen gibt. Und da war noch ein Fragezeichen. Hier ist doch bestimmt noch ein Bandit. Nice. So gefällt mir das. Das sieht mir doch auch nach einem Banditenlager aus. In der Tat, in der Tat. Ja, das funktioniert nicht, wenn ich von einer Seite komme. Nein, sie haben mein Schild durchbrochen. Haha. Okay, schauen wir uns mal um. Hier vorne gibt's Loot. Überlegener Teufelsbovist. Okay. Ich glaube, das war doch hier eine Bombe, oder? Ja, hier, das ist sie. Können wir uns eh nicht leisten. Oh Mann. Ja, uns fehlen immer noch Sachen. Jede Menge Sachen für verschiedene Crafting-Rezepte. Aber wir können erstmal unsere Armbrust austauschen. Okay, 6 bis 8, 6 bis 8, 6 bis 8, 5 bis 7. Okay. Schön. Die Scheuklappen können wir immer noch verkaufen. Ach, weißt du was? Komm, weg damit. Genauso wie die Jägerhose und die Jägerhose. Und die drei Sachen, wobei ich davon eins gerne wieder hätte. Und zwar unser elegantes Höflingswams. Das könnte vielleicht noch interessant für uns werden. Aber guck mal, hey du Wacherschieber-Typi. Naja, hast ja nicht wirklich was gebracht, aber nun gut. Deine Freunde waren eh schon tot, also hattest du eigentlich deinen Job schon erledigt. Aber guck, Leute, so sieht ein geräumtes Banditenlager aus. Das hier ist nicht geräumt. Da ist offensichtlich noch was. Ja, ich weiß nicht, sollen wir da. Ja, komm, ich gehe da nochmal hin zurück. Ich weiß nicht, also. Liegt's an mir oder bin ich bescheuert? Oder. Ich meine, klar bin ich bescheuert, aber. Nun gut. Was soll's? Ich meine, ich gucke auch gerne nochmal, ob ich hier irgendwas übersehen habe, aber irgendwie habe ich nicht so den Eindruck, dass hier noch Leute waren. Da unten ist ein Ertrunkener. Da ist ein Ertrunkener. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht, ne? Also, ich meine, ich kann auch gerne noch mal hier warten, ob da jetzt wieder jemand zurückkommt, aber ich meine, hier ist niemand, nicht?
Da passiert auch nichts mehr. Ja, wie gesagt, also wirklich was dazu sagen, warum das jetzt der Fall ist, kann ich jetzt nicht tun. Fakt ist, da haben wir ein paar Kannibalen gelegt. Das heißt, für uns geht es weiter nach Norden. Mal schauen, was da so auf uns wartet. Ich meine, außer ein Baum, der aussieht wie der Galgenbaum, nur ohne Galgen. Dingens dran, wie auch immer. Okay, dann schauen wir uns mal hier um. Okay, das wird uns auch als Banditenlager angezeigt. Interessant. Okay, Artillerist. Okay. Quecksilberlösung. Ein Buch. Interessant. Okay. Gut, ja. Lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Und bewegen uns weiter Richtung Norden. Wir sind nämlich heute mal der plündernde Konvoi, der einmal die Karte aufräumt. Okay, ein Banditenlager. Nein, das sind keine Banditen. Dafür haben wir aber bestimmt hier Banditen. Au. Das hat wehgetan. Zack, zack. Und alle tot. Extrablatt, Extrablatt, alle tot. Wunderbar. Wow, ist doch entspanntes Reisen, möchte ich fast behaupten. Nichts Großartiges. So. Dann geht's mal weiter hier für uns. 60 Meter ist jetzt auch nicht so die Welt. Einmal durchs Unterholz. Yay! Oh, Piraten! Mal was Neues! Au! Au! Uiuiui! Na komm, zieh deinen Säbel. Schön, dass wir uns einig werden konnten. So, was haben wir denn hier überhaupt freigeschaltet? Gut. Können wir da mal wieder ranzoomen? Das ist einfach nur eine verlassene Stätte. Okay. Ups. Gut. Dann würde ich mal fast behaupten, wir. Es tröpfelt. Ah, es ist tröpfelt. Ja, gut, es tröpfelt. Na gut, das ist noch kein Regen. Es tröpfelt einfach nur. Damit kann ich gut leben. Wir schwimmen mal schnell rüber zur anderen Seite. Denn da war auch noch ein Fragezeichen. Ups. Ein Banditenlager. Heute haben wir es aber mit Banditenlagern, oder? Und was soll das genau bringen? Hallo. Okay, du stirbst und du stirbst und du sowieso. Dass die Typen auch noch Hey Ho sagen, ist echt der größte Lacher sowieso. Was? Du bist am Ende? Ja, das ist richtig. Das sehe ich ganz ähnlich. Schlechte Idee.
Wunderbar. Gut, gut, dann nehmen wir uns mal das Schächtelchen oder die Schatulle, eher gesagt. Und hier war doch noch eins, genau, ein bisschen weiter vorne, draußen auf See sozusagen. Da gibt es noch einen. Ah, es ist ein Schmugglerversteck. Warum nicht? Ich meine, die paar Meter können wir uns auch mal gönnen. So. Hä? Oh, okay. Die sind tiefer verankert. Okidoki, dann würde ich mal sagen, schwimmen wir mal nach oben. Und direkt wieder an Land. Und dann müssen wir auch schon wieder ein paar Sachen aussortieren. Mensch, 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 Leute. Wir kriegen so viel Stuff, das ist unglaublich. Meine Fresse, müssen wir schon wieder 6 Kilo ablegen. Was haben wir hier? Achso, ja, das ist die mittlere Rüstung. Die wiegt zwar 6 Kilo, aber ich glaube, die möchte ich vielleicht mal später anziehen. Hm. 10 Kilo. Ich fühle mich gleich so viel leichter und agiler und generell so viel besser. Und das alles, seitdem ich Awesome nehme. Na gut, okay. Kleiner Spaß beiseite. Wir gehen mal hier zum nicht erkundeten Ort. Man sieht ja auch nur 200 Meter. Aber ich glaube, dafür nehmen wir sogar mal Plätze zur Hilfe. Zur Hilfe. Irgendwas habe ich wieder eingesammelt. Wunderbar, wunderbar. Halten wir uns mal etwas landeinwärts. Beziehungsweise jetzt auf dem Weg. Gut, gut. Ich bin mal gespannt, was es da vorne gibt. Eine verlassene Stätte. Mit jede Menge Banditen. Uiuiuiui. Wie war das? Der Schlechter von Blaviken? Haha. Wieso reicht dir? Ihr kämpft doch 20 gegen einen gegen mich. Okay, komm schon. Wunderbar. Du stirbst auch. Und damit haben wir die verlassene Stätte befreit. Yay, nice. Ich glaube, das ist ein... Ist das ein Köhler oder... Ich weiß gar nicht. Was das sein soll. Eine Opfer-Priesterstätte? Weißt du, Hexer, was immer die Leute reden, ich werde dir nie vergessen, was du für uns getan hast. Boah, ist ja schön, dass du das nie vergessen wirst, aber Geld dafür habe ich bis jetzt noch keins gesehen, nicht? Also, Nun gut. Reisen wir mal gen Westen. Wir gönnen uns nochmal eine Schwalbe für zwischendurch. Nice! 5 Minuten haben wir noch. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Folge nennen soll. Ich meine, wir haben eigentlich nur gegen Banditen gekämpft. Und Piraten. Und ja, das war's. Vielleicht ist der Folgentitel einfach Banditen und Piraten. Oder Piraten und Banditen. Ein bewachter Schatz. Da nehme ich doch gleich mal mein Silberschwert zur Hand. Verdammt. So, du stirbst. Schön, dass wir das geklärt hätten. Alles meins.
Nilfgaardische Wächterrüstung. So, so. So einen Dreck habt ihr hier. Wächterstiefel. Ach, weißt du was? Komm, weg damit. Braucht doch eh keiner. Hier, schwere Rüstung. Was soll ich mit sowas? Leute, Mensch, also wirklich. Gut, gut. Okay, wir können ja nochmal schauen, was denn jetzt hier noch überbleibt. Also wir haben hier auf jeden Fall noch was. Da vorne im Meer. Ob das jetzt nun ein versunkener Schatz ist oder... Aber keine Ahnung, wir werden es ja sehen. Ein Schmugglerversteck wäre natürlich auch möglich. Fakt ist, da unten haben wir auch noch ganz, ganz viel Gedöns. Na, da bin ich ja mal gespannt. Da unten ist auf jeden Fall eine Truhe. Hallo? Zack! Okay. Ja, du möchtest vielleicht mal kurz auftauchen. Ist, glaube ich, sinnvoll. Au. Lass du mal bitte auf, mich anzuknabbern. Das gehört sich nicht. Das macht man einfach nicht. Okay. Wir müssen nach oben. Und zwar dringendst einmal kurz Sauerstoff tanken und wieder ab nach unten. Aua. Pass du mal bitte auf. Was? Wieso kann ich das denn jetzt bitte nicht tun? Und wie ich das jetzt tun kann? Schießt ihm einfach in den Kopf. Bäm, fertig. Licht aus, knickknack. So, irgendwie habe ich jetzt... Ah, da vorne, ich habe sie gesehen. Die Kiste aus den Augen verloren, wollte ich gerade sagen. Aber dann ist sie mir doch wieder aufgefallen hier vorne. Sodele. Und auf geht's nach oben. Schon mal Richtung Norden gewandt. Denn da werden wir vermutlich hinschwimmen. Als nächstes zu diesem Schiffswrack, was wir da in der Ferne sehen. Denn ich glaube, da ist unser nächstes Fragezeichen. Und ich würde einfach mal heute dann ein wenig früher Schluss machen. Bedanke mich natürlich dann recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch eine Bewertung und oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Ich sag einfach mal, bis dahin, macht's gut, haut rein.